denn da los? Mad Lions gegen Vitality ist die nächste Partie, die ansteht. Damit haben wir ein Team, was potenziell sich erstmal den ersten Platz in der Tabelle schnappen kann. Mad Lions steht ziemlich gut da und nachdem Rogue eben verloren hat, sind die Chancen auf jeden Fall gegeben, jetzt erstmal den Platz, den ersten für sich einzunehmen. Tim, wie sieht's aus? Was werden wir jetzt in dem Spiel von Mad Lions sehen? Wieder was Neues, was Innovatives, so wie gestern? Oder braucht man für Vitality keine neuen Strategien offenbaren? Also ich glaube, das war sehr, sehr gut, was die gestern gespielt haben mit Luxona. Deswegen kann man Luxona auch bestimmt nochmal picken, weil Luxona actually strong ist. Ja, das ist gut. Vielleicht noch so ein Hackerim dazu. Na, mal gucken, wie es aussieht. Wahrscheinlich löppt der Lachs an der Stelle dann auch sehr, sehr gut wieder. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Annika, was können wir an der Stelle von Vitality vielleicht erwarten? Was ist die Strategie, um mit Lions zu schlagen? Wir haben ja schon oft drüber geredet. Gibt es überhaupt irgendwas, was man gegen das Team tun kann? Ja, also Vitality wirklich da nicht in einem einfachen Standpunkt. Sie haben halt eher, haben halt auch statistisch gesehen, eher genau, schlechtere Karten, da gegen Mad Lions anzukommen. Sind ein Team, die da auch im Early Games mal gerne 1000 Gold nach hinten fallen und da eben Probleme haben, wirklich um Prio-Lanes rumzuspielen, wenn sie denn überhaupt welche haben. Also wäre für sie der Ansatz, suchen Prio-Lanes zu draften, sich nicht auf dieses Chaos einzulassen und natürlich Early Game so wenig Kills wie möglich abzugeben, damit man da nicht snowballt auf Seiten von Mad Lions und man sich von diesem Cheese ja auf die Reibe spannen lässt. Ja, es ist vor allen Dingen natürlich schwer, sich auf dem Team vorzubereiten, was immer noch eher kreativ und unvorhersehbar sein kann. Mad Lions hat ja auch schon gezeigt, dass sie mit vermeintlich schwereren oder schlechteren Kombos immer noch gewinnen konnten, Tim. Eben war es auch so, dass du den Draft von SK deutlich besser eingeschätzt hast. Sie haben gewonnen, zwischendrin sah es aber trotzdem knapp aus. Woran liegt das, dass Teams, obwohl sie teilweise Winning Lanes haben, einfach nicht gewinnen können? Also ich glaube, Rogue ist trotzdem das bessere Team in dem Game gewesen, in der Theorie, rein spielerisch gesehen. Aber sie wurden halt wirklich hart outdrafted und das heißt das, was ich vorhin meinte, wie wichtig halt der Draft überhaupt in dem Game ist gerade, um halt eben die Drakes etc. und die Kontrolle zu kriegen. Sie haben halt geschwächelt, Rogue hat am Anfang ein paar Kills gekriegt und ich glaube, hätten sie nicht den Drake gestealt plus dann den Baron noch bekommen von Seiten auf Rogue, dann hätten sie mit Gameplay und Ryze noch einen Ticken mehr skalieren können und Aphelios und dann hätten sie das Game wahrscheinlich gewonnen. Ja, so. Ich würde sagen, jetzt keine Glanzleiste von SK, aber ein sehr, sehr starker Draft einfach. Und ja, sowas muss halt von Vitality kommen, glaube ich, um irgendwie Chancen gegen Mad Lions hier zu haben. Und wie könnte denn so ein starker Draft aussehen, Annika? Was sind denn so aktuell die Picks, mit denen du sagen kannst, okay, die Lane habe ich gewonnen oder wir haben halt einfach so starke Picks, dass wir immer eine Win-Condition haben? Ich glaube, da wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn man sagt, wir versuchen einen Early-Game-aggressiven Jungler zu picken, entweder Lee Sin, vielleicht auch wirklich ein Kha'Zix, irgendjemand, der in der Lage ist, halt früh eben für Plays zu gehen und eben auch sich da einen kleinen Vorteil oder einen kleinen Wintervorrat anzuhäufen. Währenddessen benötigt man auch einen Carry in dem Team und meistens ist dieser Carry Comp. Er ist auch bisher der einzige Pentakill-Inhaber in der LXD, der einzige, der bisher einen Pentakill machen konnte. Und auf ihm wünsche ich mir auch wieder irgendwie einen Carry, AD Carry. Auch wenn es da natürlich schwierig ist, den richtigen zu finden, da eben Aphelios genervt wurde, der bisher sein stärkster Champion war. Ja, war vor allen Dingen auch die Zeit, wo Aphelios Lulu so viel machen konnten, ne? Wo man halt gesehen hat, wie die Leute platzen einfach über den Damage mit dem Flammenwerfer. Wir haben eben gerade trotzdem wieder Aphelios gesehen, war ja auch recht stark. Ne? Gerade dieser Splash-Damage mit Ryze zusammen sah sehr, sehr solide aus. Ist Ryze ein Pick, den wir vielleicht jetzt auch die Tage wieder sehen? Also wir haben häufig darüber geredet, es gibt kaum noch Splitbush, aber so einzelne Charaktere wie Camille oder Ryze, die ja früher für Splitbush bekannt waren, die scheinen ja trotzdem zurückzukommen. Ein bisschen. Ich meine, nächsten Patch werden ja auch Fiora, Jax und Co. gebufft, deswegen auch mal gespannt, wie sich da das Ganze entwickelt, im Hinsicht auch auf die Playoffs. Das Problem an Splitpusher ist, es ist halt wesentlich schwerer zu executen, als jetzt eine Engage-Comp oder eine Comp, die um Drake spielt und um Siege beispielsweise. Von daher immer schwierig, solange sie nicht komplett broken sind auf der Top-Lane, was Top-Lane straight up gerade nicht ist, so leid es mir tut. Ja, wird's halt momentan schwierig sein, Splitpush irgendwie durchzubringen. Und ein Ryze war eher ein situativer Pick, weil viele Midlaner gebannt wurden, um irgendwas zu haben, was gegen die Syndra klarkommt, plus Lars ein guter Ryze-Spieler. Denke aber, um auf deine Frage zurückzukommen, nicht unbedingt, dass wir viel Ryze sehen werden. Ja, und Splitpusher wahrscheinlich auch nicht. Ne? Es hängt halt wirklich auch davon ab, dass der Drache inzwischen so viel Wert praktisch gewonnen hat. Wir haben eben gesehen, auch die Drachenseele natürlich hart umkämpft und sie gibt halt einfach einen extrem hohen Bonus. Und was wir auch erlebt haben letzte Woche, dass die Red Side häufig gewonnen hat und dass man ne, gesagt hat, Red Side, okay, hat einen leichteren Zugang zum Drachen. Heute haben wir trotzdem ab und an blaue Teams gesehen, die das geschafft haben, die Drachenseele bekommen konnten. Was hauptsächlich einfach an den Teamkombos lag. Und da werden wir jetzt natürlich sehen, wo Mad Lions sich hier sieht in diesem Spiel. Wir springen rein ins vierte Spiel oder in die vierte Pick-and-Bun-Phase. Mad Lions gegen Vitality und direkt natürlich wieder die ersten Buns
Ja, Kha'Zix ist ja auch schon sofort rausgebannt worden. Man weiß jetzt mal auf Seiten von Vitality mit Skins, jetzt mehr aggressiven Jungler dabei hat. Eben würde dann die Lee Sin dann auch noch rausgenommen werden können. Damit könnte man ihn da extrem einschränken. Man bannt hier aber auch schon mal den Twisted Fate raus, da gerade Mad Lions ein Team ist, die eben auch Interesse an Champions zeigen, die vielleicht dann schon mal genervt worden sind. Und gerade Twisted Fate, wie auch Sona, da immer so Special Picks sind, die man bei ihnen auf dem Schirm haben muss. Keine Sona-Lux. Sona-Lachs. Sona-Lachs. Wird auf jeden Fall gebannt. Nachvollziehbar, dann war gestern auch ziemlich stark. Und Sona ist der wichtigere Part in der Combo. Sie kann in der Theorie auch mit so jemandem wie Taric zum Beispiel gespielt werden. Deswegen verständlich, dass man sie hier rausnimmt. Der große Vorteil bei Mad Lions ist halt einfach, dass sie so viel schon gespielt haben an unterschiedlichen T-Comps und an unterschiedlichen Picks, dass du die gar nicht outbannen kannst eigentlich. Es ist so schwierig. Ja, auch jetzt hier wieder Orianna als First Pick. Ist auf jeden Fall ein super Pick für Humanoid. Bisher hat er den Champions auch schon 6-mal gespielt, war daher auch in den meisten Fällen davon wirklich sehr erfolgreich gewesen. Und Vitality mit dem allerersten, ja, kleinen Lebenszeichen, denn auch gestern haben sie sich wieder auf eine Comp gegen G2 verlassen, die dann doch eher, ja, sehr altmodisch gewirkt hat. Da trotzdem Aphelios und Fresh gepickt. Mit Kaden hat man diesmal mehr Möglichkeiten, vielleicht Prio auf der Lane zu holen, sich da besser zur Wehr zu setzen und eben auch mit Zed einen soliden Flex-Pick. Bevor wir auf den Draft weiter eingehen, was denkt ihr, was halt mit Lions diesmal für ein Victory Dance vorbereitet? Wir hatten jetzt schon Fotos, wir hatten den Moment, wo sie einen Fisch gefangen haben. Gibt es irgendwas, den Lachs, was euch einfällt? Ja, den Lachs, den guten Lachs. Es hat halt wirklich gut gepasst. Ja. Also, ne? Aber gibt es irgendwas, wo ihr denkt, so, okay, vielleicht kann man es noch toppen? Die sitzen aber alle. Backflip. Die aber auch Backflip. Alle auf den Stühlen, drehen sich alle um, haben sie alle einen Poro auf dem Schoß und streicheln das. Ja, auch eine Option. Ich würde mir vorstellen, dass man eventuell sowas macht wie einen Stuhl auf der Nase oder dem Kinn balancieren. Oh ja. Soll sehr schwierig sein. Können mal Bootcampen kommen bei mir. Na, das wäre eine Option. Ja, na, wollen wir? Natürlich, Tim. Wenn du da was zu sagen hast, immer wieder gern. Was liegt dir auf dem Herzen? Jungle Setup ist halt langweilig, ne? Okay, ist danke, halt, danke für dieses Statement. Ist halt ein Trunnel und ist halt ein Set. Also Set wird selten momentan auf Botlane geflext als Support. Häufig im Jungle, weil Set einfach gute Blindpicks sind. Ich hätte mir von Mad Lions gerade auf Shadow eher einen aggressiven Jungler, einen Farming-Jungler vielleicht sogar, gesucht gegen den Set. Wobei man sagen muss, dass man jetzt ziemliche Low-Prio-Lanes, ja doch wahrscheinlich Low-Prio-Lanes hat, weil Team Vitality auch immer noch den guten Pick gegen Orianna nehmen kann. Bis jetzt sieht es gut aus für Team Vitality, ist ähnlich wie der SK-Draft vorhin, meiner Meinung nach, allein durch die Caitlyn, allein weil Mad Lions gezwungen war, irgendwas zu First-Picken auf Blue-Side und sie sich für die Orianna entschieden haben. Aber ja, das ist halt Mad Lions, mal gucken. Mad Lions ja auch mit absolutem Comfort-Pick für Botlane, haben sich da den Ezreal rausgesucht, der eben auch auf viele Art und Weise kombiniert werden kann. Man könnte eben versuchen, selber für den Hook-Champion zu gehen, wie Nautilus, wie Blitzcrank, um eben den Flash auch in Gefahr zu bringen und selber auch mehr Engage-Möglichkeiten zu haben. Oder man spielt eben mehr so Poke-Varianten, wie eben mit Nakama, um irgendwie so ein bisschen dieser Prio entgegenzuwirken, die so eine Caitlyn auswirken kann. Währenddessen auch das Krokodil wird rausgebannt auf Seiten von Vitality. Ist auf jeden Fall ein etwas härteres Matchup für Set auf der Top-Lane, weil er eben das Schild recht gut brechen kann. Wenn die nächsten Bans, die noch durch sind, Azir auch nochmal rausgenommen, damit zwei sehr gut skalierende Champs und Azir ist ein Champion. Azir ist ein Champion, der gegen Orianna ab einem bestimmten Zeitpunkt auch pushen kann. Ja. Weil eine Orianna pusht zwar hart, das Problem ist, gerade im Early kannst du niemals 2v2-Fights eingehen oder River Control irgendwie aufbauen, weil du keinen Fight eigentlich eingehen möchtest, bis sie ihre ein bis zwei Items hat oder zumindest Mana Mune Full. Mana Mune, ja genau. Ja, wir wissen, wo ich bin. Weißt du, wo du bist? Aber meine Chelsea für LeBlanc finde ich sehr gut, wegen diesem angesprochenen 2v2-Potenzial, was man halt gegen eine Orianna sehr gut hat, um halt die Drake Control zu holen. Es ist ein ähnlicher Draft von SK, wie von SK gerade, das Vitality fährt. Early, Drakes, wenn wir die Lanes sich gewinnen und Gegner scalen, jetzt auch noch ein Gangplank, das ist basically das gleiche Game wie gerade eben. Ja. Also wenn Team Vitality die ASK schafft, die Drakes zu kriegen und das Early durchzupressern, sieht das wieder nach einem hard-winning Draft für mich aus. Wenn sie es nicht schaffen, wird halt Mad Lions gewinnen. Aber es ist super interessant, dass ähnliche Teams ausrechnet, weil Vitality sich hier entscheidet, für so einen Early-Game-Draft zu gehen, weil sie eigentlich eher diejenigen sind, die sich doch da eher ein bisschen bedeckt halten und eben hier dann gegen Mad Lions zu zeigen, dass man doch eben noch Biss hat, dass man wirklich versuchen will, da eben mit Prio gegenzuarbeiten. Ist auf jeden Fall ein schönes Lebenszeichen. Während sich hier Mad Lions jetzt auch für die Top-Lane einen Gangplank ranholt, ist auf jeden Fall ein gut skalierender Pick, der auch mit der Global Ultimate ein bisschen gegenhelfen kann, wenn diese frühen Fights passieren. Und jetzt auch noch ein Set Top-Lane und Lee Sin Jungle für noch mehr Early Pressure. Draft-Bewertung, Tim.
Vitality 6 von 6, wie SK gerade eben, aber ich weiß nicht, ob die gut genug sind, um das zu snowballen. Ja gut, eigentlich bist du derjenige, der Blue Side bewertet, aber das ist ja an der Stelle nicht. Jetzt habe ich einmal das gemacht. Ja, hast du einfach das gemacht. Mal gucken, ob unsere Regie da so schnell hinterherkommt. Guck mal, sind wir schon hin. Insane. Na, die sind fast genauso schnell wie du, Turbo Tim. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch ein Team, Annika. Wie würdest du die Teamkombo der Mad Lions bewerten? Ich würde sagen, es ist schon eine 4 von 6 ist. Ich meine, es entspricht nicht ganz unbedingt mit Lions Stil, weil vielleicht der Jungle nicht unbedingt aggressiv genug in dem Sinne hingepickt wurde. Trotzdem, was würde Astral? Du hast wieder die Orianna, die dafür Humanoid ein absoluter Comfort-Pick ist und nochmal mehr Scaling-Optionen. Und ich denke, dass gerade ist Vitality, obwohl sie diese Early-Game-Kombo haben, nicht schaffen werden, gegen Mad Lions zu snowballen. Einfach weil da man auf Seiten von Mad Lions ein bisschen erfahrener ist und das ausspielen kann. Ach, die Skill-Gap ist da vielleicht doch ein bisschen zu groß. Ne? Wir können uns natürlich dieses Game einfach entspannt von der Couch aus ansehen. Wer das aber Ganze kommentieren muss, das sind Mori und Eis und Waffel. Brav. Viel Spaß. Ja, dürfen. Ne? Mit dem nächsten Game und Mori und Eis. Wollte es gerade sagen, ja? Kommentieren dürfen ist hier der richtige Terminus. Ja. Wir haben wieder hochinteressanten Draft. Und diesmal natürlich wieder sehr, sehr ähnlich, was Vitality auffährt, wie wir es im letzten Game gesehen haben, tatsächlich von SK. Von daher super spannend, nur dass diesmal die beiden Teams in der Tabelle etwas weiter auseinander stehen. Ja, definitiv. Also der eine fast ganz unten und der andere an der Spitze. Da was ganz gut und ist gut, ne? Also wenn die das verlieren, dann sind die gleich auf mit Schalke. Es ist eine ordentliche Kluft, die dazwischen ragt. Ich muss aber auch sagen, dass ich für Vitality den Draft sehr aggressiv und sehr schwierig finde. Also ich bin schon dabei, in der Theorie finde ich, ist der ultra, ultra gut. Aber LeBlanc ist schwierig umzusetzen. Caitlyn genauso in der Lane. Ich finde, Ezreal Nautilus hat man sogar auf die Caitlyn-Lane eine ganz gute Antwort gefunden. Also so hard losing ist das gar nicht für Mad Lions. Drake Control sollte trotzdem bei Vitality liegen, was das Early angeht. Ich denke mal, das wird so ein Ding sein, wo Mad Lions sich sagen, ja, zwei Drakes können wir abgeben. Nach dem zweiten Drake wird das ehrlich gesagt ganz angenehm. Toplane ähnlich, ne? Auch der Gameplay wird hier wieder ganz in Ruhe sich reinfarmen. Und Trundle, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe den Trundle komplett hier. Also ich kann den verstehen. Du hast als Trundle hier sehr viel Utility. Du hast gute Möglichkeiten, die Lantern zu unterbrechen. Du hast gute Möglichkeiten, Gegner zu zonen. Diese Teamkomposition von Vitality will ja auch so ein bisschen raufmarschieren auf die Komposition von Mad Lions. Und da ist auch ein Trundle ein sehr guter Disengage-Champion. Du kannst die Reaktivierung von Lee Sin canceln mit einem guten Pillar. Du kannst, also ich muss sagen, der Trundle hat hier schon seine Wertigkeit. Definitiv. Und der sorgt halt auch dafür, dass Vitality einfach später überhaupt keine Frontline ist, während auf der anderen Seite Mad Lions selber dann mit Trundle und auch Nautilus eine gute Frontline hat, wenn es in einen Front-Back-Fight geht. Also um es mal auch ein bisschen besser zu erklären, Trundle ist quasi ein Jungler, der für Kontrolle sorgt. Und Kontrolle ist genau das, was du haben willst. Weil du willst gegen Vitality nicht im Early zurückfallen, damit die zu hart snowballen können. Du gibst die ersten meinen Drakes meinetwegen ab und danach, wenn der SW seine 2-3 Items hittet, dann ist der Punkt gekommen, wo Mad Lions quasi richtig gut teamfighten. Ja, und Thema Kontrolle. Ich meine, wir haben ja vorhin das Spiel mit SK gesehen. Da war es für SK eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Die Frage ist natürlich, ist Shadow Smite sicherer gegen Skeens? Ich finde übrigens sehr witzig unten in der Kamera, wenn man darauf achtet, wie Kabuchat sitzt. Also alle sitzen sehr nah am Tisch, ne? Die Arme so angewinkelt und Kabuchat einfach so mit gestrecktem Arm komplett an der Tastatur. Ja, interessante Haltung. Ja, ne? Und andere wieder kauern da richtig, sitzen auch ganz komisch. Also da, Hauptsache, jeder fühlt sich hier wohl. Ah, Anker trifft gut und kommt, muss hier sogar flashen. Ignited, Kasi! Oh, joi, das reicht gerade so nicht. Hätte er da noch ein Q getroffen? Ja, aber hätte Fahrradkette. Der hat nicht getroffen, somit kein Kill. Aber da seht ihr, was ich meine. Das 2v2 von Ezreal Nautilus ist nicht so schlecht in Caitlyn und in Thresh rein. Also hier kam der Gank natürlich noch mit dazu, darf man nicht vergessen. Aber die haben schon ihre Option. Ja, man sieht's. Also ich brauch nur so einen Anker mal richtig gut treffen. Und dann ist natürlich ein Ezreal in einer Chase-Situation besser als eine Caitlyn und umgekehrt. Das ist natürlich ein bisschen bitter, weil das jetzt ein sehr früher Backport ist und ich glaube, die Träne würde hier für Kasi noch niemals zur Verfügung stehen. Also kann sich überlegen, Kalm zu holen oder eben den Saphir-Kristall plus nochmal die Regeneration. Was wird's werden? Es wird das Kalm. Ja. Finde ich gute Entscheidung. Ja. Weil wer weiß, wann er das nächste Mal Base kann. Ja, manchmal sucht man sich das nicht aus. Humanoid Skeets hinterher, holt sich einfach das First Blood. Shadow ist auch nochmal da, aber oh, der will sogar Flash da rein, ignoriert Milissa. Und holt den Return-Kill. Ah, da kann Milissa auch nicht mehr so viel machen. Das Problem ist, der Dash von LeBlanc hat im Early einen unfassbar hohen Cooldown. Aber wir haben leider nicht genau gesehen, wie es dazu gekommen ist. Also wahrscheinlich einfach der Dash von Milissa rein. Er selber ist nicht geflasht. Humanoid hat er wahrscheinlich die Kette einfach nicht ordentlich beantwortet. Und dann kam eine Gank hinterher. Das ist tatsächlich das, was du als Ori in dem Matchup immer erleiden musst. Also das Orianna-Matchup gegen LeBlanc ist für sie selber gar nicht so schlimm. Das ist relativ okayisch, aber wenn der Jungler mit ins Spiel kommt, ist die Kette so kreuzgefährlich, weil sie die Ganks perfekt vorbereiten kann. Jetzt ja, hier sehen wir es tatsächlich.
Man wiegt sich so ein bisschen in Sicherheit seitens Humanoid, weil Shadow in der Nähe ist, aber ja. Ja, er muss halt sofort die Kette flashen. Von Humanoid hier einfach ein kleiner Fehler, hat er nicht gut geantwortet. Aber von Shadow muss ich sagen, dass er hier noch für den Play geht, das ist halt echt insane. Weil ich hätte nicht gesehen, dass er ihn danach bekommen kann, aber Shadow kann die Cooldowns hier einfach perfekt abschätzen. Vor allem im 1 gegen 2, ja, brauchst du halt ein bisschen Balls und wie du schon sagst, ne, Cooldowns einfach perfekt bewerten. Rome, auch hier wird Base geschickt gegen Cabochard. Oder war sein TP, also von daher sollte er da. Ja, wobei, bleibt sogar noch für die Wave. Ja, die ist etwas größer. Ich meine, Cabochard allein ist jetzt für ihn noch nicht die Riesenbedrohung. Da hat er sich nicht unbedingt diven lassen. Er will ja auch das Level haben. Ja. Ein bisschen der Bait, ne? Er weiß, dass er sein W zur Verfügung hat. Mit dem W kann er niemals geburstet werden. Jetzt sollte er aber langsam versuchen, dort das Weite zu gewinnen. Ist auch ein ganz guter Call. Also Skeens geht hier direkt für den Drachen, weil sie wissen, sie hätten auch Teleport Advantage. Die Sekunden, wo quasi Orome in die Base geht, weil er gar kein Leben, gar kein Mana mehr hat, könnt ihr mit dem Teleport nicht antworten auf den Drachen. Oh, Shadow kommt dazu, gleichzeitig auch Kaiser und Kasi. Gegen die sind natürlich schwierig. Das sieht für Skeens gefährlich aus. Knallzapf ist noch da. Naja, aber es geht zu schnell. Aber geht trotzdem nochmal rein. Der Anker trifft jetzt. Man will den Kill. Skeens bekommt man. Root ist da. TP kommt durch. Laterne nochmal. Minisar rangeholt. Und Shadow abgeholt. Kaiser über die Wand. Aber da ist Cabochard. Und das wird nochmal teuer für die Lions. Oh, wow. Komm im Anker nochmal weg. Knallzapfen. Oh. Oh Gott. Nee. Minisar. Nee. Oh, er überlebt das einfach. Der super. Knallzapfen rettet Leben und in der Zwischenzeit hat Orome Free Farm und Platings auf der Topside. Ja, LeBlanc Flash ist auch auf Cooldown. Humanoid, das Level 6 muss er hier auch nutzen. Midisar nochmal ran. Schafft's aber raus. Kasi. Oh, Kasi! Oh, ein Auto-Tank. Oh mein Gott, es reicht auch noch. Komm hier mit dem Kill für sich. Was ist denn los in diesem Game? Also da. Einiges an Kills. Ja, es gibt so Games, da fallen halt gar keine Kills und das ist das Game, hier wird sich einfach nur in die Fresse geboxt. Ist so. 5 Kills in 6 Minuten, nichts über die Schenken, aber schön. Also ist auch mal, finde ich, sehr unterhaltsam, so aggressive Spiele zu sehen. Und das ist auch, in Vitalitys Karten spielt ja so ein bisschen rein. Sie wollen da auch ihren Early-Vorteil ein bisschen ausreizen. So, gucken wir nochmal, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ah, Shadow ist an der Kultur, wird da oben vorbeigelaufen. War leider ein bisschen spät, hat kein Flash parat, muss erst zum Knallzapfen, bis dahin ist der Drache schon weg. Der Anker sitzt perfekt, also Kaiser muss man auch sagen, mit einer Top-Partie bisher. Hat alles richtig gemacht, was er bisher richtig machen konnte. Ja, dann geht man rein, Shadow wird dann sehr, sehr schnell einfach hops genommen. Und ich glaube, Kaiser war sehr überrascht, dass er auf einmal Cabochard steht, weil er den Teleport nicht hat kommen sehen. Aber hier mit dem Anker kommt er erstmal, okay, gut raus. Und mit dem Knallzapfen überlebt er dann. Und jetzt gucken wir uns an, was geht schon wieder weiter. Los, Humanoid wird er einfach angegangen, auch von Cabochard. Humanoid, oh, schön gemacht. Er lebt. Von Miniside her. Oh Gott. Mit dem Turmschuss. Und jetzt ist Shadow da. Gott, der überlebt das. Ja, ganz, ganz wenig HP muss noch gehabt. Eieiei. Ja, für Milisa jetzt hier nicht unbedingt die Gefahr, aber Shadow weiß, er muss die Lane durchprügeln. Ansonsten werde ich da vorne gleich gefreezed, beziehungsweise im Slowpush in Milisas Richtung. Da muss auch ein Jungler mal seinem Midlaner helfen, indem er die Wave einfach richtig manipuliert. Vollkommen in Ordnung, dass er hier die komplette Wave noch mitnimmt. Tja, kein Kill diesmal. Aber Humanoid hat ein echt schweres Leben. Also ihr merkt, diese Gank-Pressure, dieses Setup, das du als LeBlanc bietest gegen eine Orianna, wird hier vollkommen ausgereizt. Und das hat ja alle Skillshots dann noch gedodged. Also der ist halt wirklich ein Tänzer gewesen. Schön, dass man ihn geholt. Ah, sie haben leider das C gesteckt, ne? Anker trifft nicht, er sidesteppt den Q noch, hat sein E gleich wieder parat und überlebt dann sogar noch die Red Buff Ticks, weil er sein Schild rechtzeitig abhat. Ah, das war wirklich sauknapp. Ja. Aber es reicht zum Überleben. 2 HP. Ja. 2 HP. Also hat er wirklich Taschenrechner ausgeholt. Kaiser, der Anker, Flash hinterher von Lavrov. Und der nächste Kill. 6 Kills hier in 8 Minuten. Ja. Also Vitality sind hier richtig frisch drauf. Die, muss ich auch sagen, mit Lions ist ja normalerweise das Team, dem man nachsagt, dass sie sehr aggressiv spielen. Aber ich muss sagen, Vitality sieht hier nochmal einen Ticken aggressiver aus. Die sind ja richtig verbissen, die Jungs. Man merkt das schon, aber man nutzt es auf Seiten von Mad Lions, hat sich jetzt den Herald gesichert. Das sind schon einige Playdings, die man bekommen hat. Und Orome wird das richtig schmecken, der bekommt jetzt First Hurt. Ja, und die Mad Lions müssen sich hier aber noch ein bisschen zurückhalten. Das ist jetzt eine Stelle für sie, wo sie Double Tier haben. Und eigentlich gar nichts kämpfen wollen. Ne? Die wollen einfach das nehmen, was sie for free nehmen können. Ja, aber hier, First Two for free ist nice. Ja. Also mehr als nice. Guck dir erstmal an im Gold, wie weit er gegenüber Cabochard jetzt vorne ist. Ja gut, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Cabochard sehr viel fürs Team gerade investiert hat. Klar. Er ist ja runtergeportet, ist danach nochmal für die Midlane-Gank gegangen. Das sind alles einfach so Situationen.
Aber wir sehen es. Denke ich, Free Farmer. Ja, aber Midlane ist Midissa nicht vorne und Orianna scaled besser. Wo man vorne ist, ist die Botlane mit Caitlyn. Findest du, Ori ist ein besserer Scaler als LeBlanc? Für ein Teamfight definitiv. Also ich finde, sie scaled halt auf eine andere Art und Weise, aber ich finde LeBlanc, wenn die halt zum Beispiel einen guten Flank bekommt im Late Game, ist auch ultra strong. Definitiv, definitiv. Aber es ist deutlich schwieriger zu spielen als, das ja, das auf jeden als Fall. Eine Orianna später in Teamfight. Und der größte Feind von der LeBlanc oder generell von so einem Assassin ist halt CC. So, und du hast da einfach mal Nautilus mit einem Point-and-Click-CC. Ja, das ist wirklich ein bisschen einfacher. So, der nächste Drache. Ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, wo Madeline sich definitiv sagen müssen, den kämpfen wir nicht. Den lassen wir jetzt einfach. Können wir uns leisten, auch wenn wir den letzten nicht bekommen haben. Weil wenn sie jetzt für den Teamfight gehen, dann werden sie, glaube ich, ein bisschen verprügelt. Na, Anker trifft nicht. War natürlich auch kein einfacher. Man holt sich die Krabbe, kurz bevor der Drache da ist. Kein so unwichtiger Posten. Und hat Blue Buff. Mili ist ja noch nicht. Da wird die anscheinend auch nicht abgegeben. Ah, er muss ihn jetzt selber nehmen, ne? Sonst ist Shadow gleich da. Das ist bitter. Smite auf Cooldown. Skeens geht Shadow hier auch nochmal an. Shadow darf hier eigentlich nicht sterben, musste auch flashen, setzt auch den Pillar ein. Ist natürlich ärgerlich hier jetzt den Flash und so viel Leben noch kurz vorher zu verlieren, weil man für den Blue Buff greedet. Ja, aber gar nicht so schlecht. So, letzten Endes mit dem Teleport von Ori in die Mitte können sie da aufbauen. Auch dadurch, dass die Botlane jetzt helfen musste von Vitality, können sie unten eine Wave stacken und können theoretisch mit dem Prius zum Drachen rotieren. Die Frage ist halt, trauen sie sich? Weil ich sehe immer noch diese zwei Tränen, die aktuell die Komposition von Mad Lions in Sachen Schaden ganz schön schwächen. Ja, ich meine, wenn sie ein bisschen Zeit nur rausholen, würde das schon reichen, weil Oroma halt gerade schon am Tier-2-Turm dran ist. Er hat die Ultimates zur Verfügung, ist generell guter Dinge. Skeens. Hohes Risiko, Jungs. Ja, ich weiß nicht, ob sie denn da hätten anfangen sollen. Jetzt gibt es nämlich den TP von Milisa. Aber der Shift von Gangplank in die Mitte. Der ist super, super wichtig. Ja. Also hier auch der Teleport von Ori plus das Gangplank rotieren kann mit der Prior oben. Das ist quasi der Grund, dass sie auch in ihrer schwachen Form gerade den Drachen mitnehmen können. Das stimmt. Da muss man auch sagen, auch wenn das bei Trundle eben so ein bisschen gefährlich aussah. Oh, Kaiser, das. Oh Gott. Oh, er überlebt schon wieder so knapp. Das ist doch nicht wahr. Jungs, die haben aber auch das Glück hier mit, wirklich mit Löffeln reingeschaufelt heute. Ja, das ist halt wirklich knapp hier jeweils. Jetzt aber die Shockwave, damit Skeens bekommt, der geht trotzdem hinterher mit dem Execute. Reicht es hier für ihn? Ja, wenn Kaiser wirklich einiges überlebt. Ich weiß, es ist halt auch so die Stärke von Caitlyn Thresh. Wenn der Hook trifft, setzt du halt die Trap runter. Ah, die haben ordentlich Damage Power mit dahinter. Ja, auch Humanoid, wieder mit einem ähnlichen Fehler. Er respektiert die Kette nicht, er flasht sie nicht, will sich sein Flash wirklich aufbewahren und kriegt sofort wieder die Gegend. Ja, aber am Ende verliert das halt trotzdem. Also. Das ist halt das Ding, er muss diese Ketten mehr respektieren. Das ist halt einfach ein Matchup, wo du, wenn du weißt, der Jungler ist da oder könnte da sein und du weißt, die Kette könnte treffen, dann musst du flashen. Klingt immer ein bisschen hart, aber sein Flash auch nicht wasten, der hat mal 5 Minuten Cooldown. Aber hier ist es ihm jetzt schon mehrmals zum Verhängnis geworden. Vor allem, weil das im Nachhinein so oder so verliert und ja, im Leben und alles abgibt. Man sieht, Kabotschat hat jetzt schon keinen Spaß mehr gegen Gangplank. Ja, vor allem nächste Backport für Orome wird dann auch heißen, ja, Trinity wahrscheinlich direkt fertig. Ja, sollte er haben. Sein Kalle auch schon in Ruhe am Stacken, aber ganz wichtige Zeit, dass Mad Lions diesen Drachen bekommen haben, war sau wichtig. Und darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Ne? Dieser Fakt einfach, dass Shadow in den Jungle reinmoved, weil er weiß, er hat Midlane Prio, da kann LeBlanc schon mal nichts dran ändern. Zwingt die Botlane, der Gegner, ihn zu beantworten. In dem Moment, wo quasi Komp und Labrov diesen Trundle verteidigen müssen, hat man unten die gesteckte Wave und kann sie reinpushen. Also hier ging es wirklich bloß um Makro, wie sehen die Lanes aus und wie kann man mit der Priorität arbeiten. Und das hat ihnen diesen Drachen gebracht, der ultra wertvoll ist. Weil jetzt können sie erstmal sich zurücklehnen, können beim nächsten Drachen noch überlegen, ja, müssen wir den fighten? Wir können, wir müssen aber nicht. Und vor allen Dingen kommen sie jetzt deutlich leichter an ihre Spikes ran, ohne Risiken einzugehen. Das ist wohl wahr. Jetzt sehen wir Skeens und Labrov natürlich unterwegs, werden die aber auch gespottet. Ja. Ja. Okay, Kasi ist so ein bisschen alleine am Turret. Ja, aber auch Shadow ist halt da und ja, gegen 4 jetzt. Ja, mir ist das auch unterwegs. Dash, ganz wichtig, der Anker auch nochmal gesetzt, man will nicht quasi viel. Der Kick ist zu schnell, aber Kasi jetzt abgeholt und dann will man nochmal weg. Kaiser, diesmal hat er nicht so viel Glück, auch da nochmal der TP und alle Mann sind jetzt Botzeit, aber was kriegt man dafür? Man will den Turret, da sind aber noch Platings, die fallen gleich ab. In der Zwischenzeit Humanoid in der Mitte am Pushen und Orome auf der Topside. Ja, aber er kriegt in der Mitte nicht allzu viel, was wirklich bitter ist. Ha, da hat Kasi ein bisschen overstayed. Er wollte ein Play draus machen. Seine beiden Kollegen waren schon alle deutlich weit entfernt und wussten, ha, Leute, 5 Leute Botlane, das wäre jetzt nicht so günstig für uns. Und dann wurde Kasi ja leider so ein bisschen weggecatcht, aber auch von Skeen sehr clean gespielt. Dass er seine Markierung trifft, quasi auf Kaiser war das, glaube ich, über ihn springt und dann noch hinter Kasi kommt, um ihn kicken zu können. Also von Skeens hier ultra clean gemacht. Es ist Wahnsinn, wie
aggressiv von beiden Seiten das Ganze hier gespielt wird. Aber Vitality sieht gut aus. Gefällt mir richtig, richtig gut, was wir heute zusammen spielen. Das ist keine einfache Kombo. Es ist eine Kombo, die sicherlich im Draft, wenn du so gut spielst, einen Vorteil mitbringen. Aber sie nehmen den auch an. Ja, es ist nur schade, dass sie den Turret dann nicht noch genommen haben. Ja, hier hätte Kasi schon direkt ab. Als er da sieht, Skeen steht die ganze Zeit im Ward drin. Mit der Call muss kommen. Gehen. LeBlanc ist nach unten rotiert. So, da kann er nicht bei der Wave bleiben. Nie und nimmer. Da haben wir sofort die Traps aufgestellt. Aber er muss Flash eh nutzen. Und jetzt, er hat Minion getroffen. Minion sogar und dann den Wardjump. Aber reicht ja. Minion, Wardjump, into Kick. Also hier von Skeen super, super clean gemacht. Eieiei, das ist natürlich super bitter. Diesmal über Kaiser. Überlebt er das Ganze nicht. Das heißt, Herald für Vitality. Sie haben jetzt auch schon ihre Strong Side nach oben verfrachtet. Ja, bisher sieht alles danach aus, dass Vitality den, ich sag mal, der Pole Position von Mad Lions so einen kleinen Dämpfer verpassen möchte. Ja, ich meine, Rogue wird's freuen. Die haben ja auch eine Niederlage kassiert. Dann werden sie immer noch punktgleich mit Mad Lions. Also beide Top-Teams so ein bisschen am Struggeln. Spricht aber auch wieder dafür, und das sagen ja auch Mad Lions selber, haben sie im Interview gesagt, dass halt jedes Team aktuell jedes Team starten kann, dass es alle sehr nah beieinander sind. Ja, man sieht es ja in einigen Ligen, auch in der Prime League und so. Vielleicht ist es auch eine sehr, ja, sagen wir, interessante Meta, die zu spannenden Ergebnissen führt. Möchtest du also LEC mit Prime League vergleichen? Ja. Was okay. Darin liegt, also wenn es darum geht, dass die Teams nah beieinander sind, ja. Ja gut, aber das ist ja quasi nicht nur da, das ist ja überall so, ne? Also es ist ja wirklich die Meta. Wenn wir da nach LCK gucken, LCS, wenn wir halt, selbst Cloud9 sieht ja nicht gut aus. Wenn wir also da sagst du quasi LKL genau das gleiche, was ich gerade gesagt habe. Ja, bloß halt nicht mit der Prime League. Okay. In dem Sinne. Geht's natürlich jetzt nochmal in die Shockwave, jetzt aber Lavrov, wichtig ist vor Watch. Kabuchan hat einen guten Spot, das könnte jetzt richtig gefährlich mit Lines werden. Sie wissen, sie müssen nach oben raus. Orome kommt mit dazu, die Kette sitzt, der Root ist da. Nochmal die Ultimate von Caitlyn. Und sie kommen nach oben weg. Humanoid zoned das hier sehr, sehr schön. Ja, schade. Also Kabuchan ist natürlich ans Ende der Welt gerade geportet, um einen guten Spot zu bekommen. Aber Vitality kriegt Zugang zum Drake. Also da sollte auch Skeen sofort unterwegs sein. Aber jetzt der Herald in der Mitte und das ist der Midland-Turret für Vitality. Ja, so einfach könnte... Oh mein Gott, das ist halt der Punkt. CC gegen den LeBlanc. Ich muss aber auch sagen, in vier Leute dann aber rein zu dashen, war jetzt sehr optimistisch gedacht. Er wollte eine Zeit kaufen dafür, dass sie mit dem Herald durchgehen können. Hat er auch geschafft, ja. Aber auch sein Leben damit bezahlt. Ich meine, im Endeffekt sorgt er halt dafür, dass man Tier 2 Mitte bekommt und den Drachen. Also, das war worth. Weil, ich sag mal so, Humanoid ist ja trotzdem gebackportet. Ich glaube, den hätten die auch so bekommen. Ja, er ist halt nochmal auf Nummer sicher gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Nummer sicher bezeichnen würde, wenn man einfach suicidet, aber ja. Ich werde der Gedankengang war auf jeden Fall, da ein bisschen Zeit zu gewinnen. Also wir können das Ganze auch mal positiv formulieren. Man kann aber auch einfach mal sagen, wenn jemand vielleicht nicht so impfen sollte. Aber war jetzt kein krasserer Fehler. Man hat den Zweiturm dafür auch noch selbst verloren. Aber bisher, muss ich sagen, Vitality spielen schnell, sie spielen aggressiv, sie sind aber jetzt nicht maßgeblich wirklich weit vorne. Also da liegen 1000 Gold momentan zwischen beiden Teams, was eigentlich Pillepalle ist. Ja, ja, vor allem wenn man überlegt, wie schnell das Spiel ist jeweils. Dieser zweite Drache war so wichtig für Mad Lions, weil sonst hätte Vitality in 4 Minuten die Chance auf die Soul. Das ist jetzt nicht der Fall und das gibt ihnen halt nochmal Zeit in puncto Scaling. Jetzt sehen wir nochmal, wie knapp das mit der SW-Ulti überhaupt war. Boah, es war halt wirklich close, ne? Uff. Oh, ja, wie viel hat er noch gehabt? 30 Leben oder sowas? Da muss er noch smiten, wenn er das SW-Ultimate gesehen hat. Halleluja, das war wirklich richtig knapp. Wäre das nicht gesmitet, dann wäre das der Drache für Mad Lions gewesen. Ziemlich sicher, ja. Aber so eine Ultimate musst du halt doch erstmal bringen. Ja, Kasi vorhin auch, oder beziehungsweise mit dem Kill an Midistar noch belohnt worden. Das hilft ihm natürlich, da wieder das besser ins Spiel zu kommen. Karl auch fertig gesteckt. Und jetzt Midistar unterwegs. Ding ist, es ist gerade kein Objective für Vitality. Also sie haben vor allem auch diesen Midlane Tier 2 Turm schon bekommen. Die Lanes sind halt hart gepusht für Mad Lions, eigentlich relativ angenehm. Ja, bremst sie natürlich auch so ein bisschen aus. Solange kein Back da ist, heißt für Mad Lions, wir können einfach entspannen und chillen. Ein bisschen reinscalen. Guck mal, wenn wir jetzt bei SW ins Inventar gucken. Karl ist fertig gesteckt. Mana Mune ist noch nicht durch. Und vor allen Dingen fehlt immer noch das Trinity. Wenn Mana Mune zu Mura Mana wird und Trinity da ist, dann ist es der Moment, wo Kasi stark wird. Gangplank Ultimate und ein schöner Pillar, dann den Anker. Aber da gibt's das Laternentaxi für Kabuchard. Ja. Währenddessen denkt sich Humanoid, ich habe Teleport ab. Oben kann ich ganz in Ruhe farmen, Solo-XP bekommen. Ja. Was auch die Sache ist, also er wurde ja wirklich krass gesittet. Man hat LeBlanc versucht, viele Ressourcen zuzuspielen und ihr viel Rückhalt zu geben.
Aber im Endeffekt ist Humanoid die ganze Zeit am Scalen. Und der ist mittlerweile schon 30 CS vorne. Das ist eine ordentliche Marke. Das ist richtig. Auch Toplane ist mal vorne. Nur eben auf der AD Carry Position sieht es noch nicht ganz so gut aus für Mad Lions. Aber du hast es gesagt. Goldunterschied schrumpft sogar eher als alles andere. Einfach weil Mad Lions auch ein gutes Makro-Game zeigt. Jungle war auch nicht mal ab. Das heißt, Vitality konnte halt nicht mal irgendwie den Jungle stealen. Mad Lions kann jetzt in Ruhe aufräumen. Wir sehen jetzt nochmal den Goldvergleich in der Mitte. Kein großer Unterschied. Toplane ein riesiger Unterschied und ein riesiger Unterschied auf der AD Carry Position. Du Schiete. 3000 Gold ist Gangplank schon vorne. Das ist halt wirklich. Guck mal, der hat 20 CS Vorsprung, ne? Wenn ich jemanden sehe mit 20 CS Vorsprung, der sogar eines des weniger hat, würde ich nicht denken, dass der 3000 Gold mehr hat. Aber das Ding ist, er hat First Hurt bekommen, er hat unendlich viele Plagings bekommen und es ist Gangplank. Ja, also die Gangplank Passive kommt dazu, er hat ja auch einen Kall vorhin gehabt, das kommt auch nochmal mit dazu. Aber 3000 Gold, also das ist immens, das ist ein ganzes Item. Das, eben, das ist komplett. Manchmal sieht es ja. Auf der einen Seite hast du Sunfire fertig, auf der anderen Seite hast du Trinity und Death Dance. Und ich sag mal so: Trinity ist jetzt nicht gerade das günstigste Item im Spiel. Puh, also das schon. War schon ordentlich. Fairerweise hat Kabucha natürlich auch die ganze Zeit fürs Team gespielt. Das ist viel für die, hat sich viel für die Karte bewegt. Klar. Und der Gangplank, wenn der in die Teamplays jetzt reinkommt, der wird ordentlich schalpern. Midlane-Turret soll hier auch nochmal angegangen werden. Das würde dafür sorgen, dass man im Gold sogar global gesehen vorne ist. Ah, nicht ganz, tatsächlich. Das wartet auf seine Chance. Ah, Kabuchat, da war Blue Trinket, umdrehen! Genau. Rock ist durchgelaufen. So, eine Minute bis der Drache da ist. Der will gut vorbereitet werden, das sollte Vitality hier auch machen. Clearen hier die Wards. Dass Mad Lions da wirklich vorsichtig, das bremst ja auch nochmal aus, weil du kannst ja nicht einfach face-checken in den Busch oder so. Das wird aber safe der Punkt sein, wo Mad Lions jetzt den Kampf suchen. Iceborne plus Muramana ist fertig für Ezreal, für ihn ein ganz akzeptabler Spike. Orianna ist auch mit der Umarmung der Seraphen durch. Also ich denke, jetzt können sie sich überlegen, ob sie den Teamball wirklich mitnehmen. Ich finde es auch gut, dass er jetzt Iceborne gebaut hat, einfach der Kiting halber und zum anderen, weil diesen Pause-Spike schneller erreicht als mit Trinity. Ja. Und er braucht jetzt diese Stärke. Das ist halt das Ding und vor allem kriegt er ein bisschen Rüstung. Ja. Tut Caitlyn doch nicht ganz so weh, die ist nämlich auch mit zwei Items fertig. Wenn man da über Rapid Fire Cannon ein Crit rauskommt, einmal über diese erhöhte Distanz, dann fühlen mal gut. Oh, aber das darf nicht passieren, der Kick Shadows Down. Das ist der Drache für Vitality. Den dritten Drachen hat er auf jeden Fall gerade verschenkt. Viel schöner hat man sich nicht vorstellen können. Schöne Falle von Vitality. Die haben ja einfach die Falle gestellt und sind damit auch durchgekommen. Aber wie ist er da überhaupt in diese Situation geraten? Er hat Flasher. Das hat in den Busch gefacecheckt. Die Trap wurde halt direkt hinter ihm platziert und ist in die Trap reingelatscht. Ja. Und dann gibt's den Kick und dann. Ja. Weiß natürlich auch Mad Lions, okay. Ich meine, sie waren gerade dabei, zurückzukommen. Ja, Goldtechnisch ist das gleich auf, aber sie wissen, okay, es ist kein Grund, um den Drachen zu fighten. Dritter Drache. Also, allein dieser zweite Drache, der hat sich echt so ausgezahlt. Dadurch sind sie ja nach wie vor im Spiel. Vor allem, wäre ja eine Ocean Soul. Ja. Weil ich auch sagen muss, sie haben jetzt. Na, für Kabucha ist das schon schön. Ich finde, die Ocean Soul ist jetzt für ihr Team irgendwie nicht so krass von, es ist eine Ocean Soul. Okay, es ist schon ein guter Vorteil, wenn man sie bekommt. Reden wir nicht drum herum. Aber ich finde halt irgendwie, wenn du so eine Off-Tanks mit dabei hast oder Full-Tanks, wirkt die Ocean Soul nochmal dreimal, viermal stärker. Weil diese Squishies, da hast du diese Regeneration nicht. Die machen meistens einen Fehler am Teamfight und sterben sofort. Und dann hast du halt nicht mehr diese Wertigkeiten der Regeneration. Ja, jetzt guck dir das einfach an. Das ist doch illegal auf der Top-Lane. Wir haben ja schon die 10.000 Goldmarke gearbeitet an der 11.000 Goldmarke. Oh ja. Also Komp hat zwar auch schon über 10.000, aber nicht so viel wie Oro, ne? Ah, der ist ja noch knapp 1.000 Gold hinterher. Ja, das Ding ist, du hast aber ja gute Champions, die von der Ocean Soul profitieren. Also ich meine Nautilus und auch Trundle werden ja auch eine ganz passable Frontline. Ja, wenn sie die selber bekommen schon, aber momentan sehe ich keine Ocean Soul. Ja genau, ja, auf der anderen Seite, ja, da gebe ich dir recht, mein höchstens der Set. Das ist auch schön, wie Shadow versucht, sich immer in diesen Traps vorbeizuschlängeln. Das kann richtig unangenehm sein, ne? Und wenn du einfach das Gefechts wie eben einen Fehler machst und wirklich einmal in der Trap landest, die sind so stark. Ja. Kommt bis jetzt, wenn der mit drei Items fertig ist, dann spiket der auch nochmal richtig. Ich sag mal so, ne? Im Late Game hat eine Caitlyn eh nur noch drei Spells. Ja, gut. Also im Late Game sind ihre Spells eher ihre Auto-Attacks. Ja. Na, stellst du höchstens mal eine Trap oder E, wenn du irgendwie einen Dash brauchst. Shockwave. Ja, und die Ultimate halt wegen der Distanz, aber ansonsten. Ist aber vollkommen in Ordnung. Also, Humanoid will einfach bloß dafür sorgen, dass Kabuchat weg vom Turm muss, dass er hier ganz in Ruhe weiter den Turm bearbeiten kann. Tradet hier auch mit seinem Schild.
Ja, so langsam wird's knapp für ihn, ne? Er hat sein Schild noch. Oh, Flash jetzt aber gegen ihn, Ultimate, aber Humanoid, der Weg, ja, muss da warten, ja, und dann gewinnt er das Duell auch. Ja, ein netter Versuch mit dem Outplay. Ich glaube, Kapuchat hätte Humanoid nicht aus dem Turm raus ulten dürfen. Ja, glaube ich auch. In den Turm rein ultet, hat er den, glaube ich, sogar. Oder wenn er einen Trade vorher in den Fight geht. Ja, gut, er muss natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Der Flash ist immer noch zur Verfügung gewesen bei Orianna. Aber ich glaube so, das sah schon cool aus, der Versuch. Am Ende hat es dann doch nicht ganz gelangt. Für Komp jetzt drittes Item fertig. Statics, Rapid Fire Cannon, Klinge der Unendlichkeit. Ein einziger Crit mit dem Proc Shepard. Holy moly, jetzt rein. Das stimmt. Drei Items ist böse. Ja, aber auf der anderen Seite auch Orome an seinem dritten Item am Basteln. Teamfights natürlich da ein so ein Fass. Und du hast vorhin gesagt, ja, sehr viele Squishes bei Vitality. Das freut einen Gangplank-Pulver-Fass. Ja, gefühlt verliert Vitality jetzt auch so ein bisschen an Optionen und an Tempo. Also bis hierhin haben sie alles richtig, richtig gut gespielt. Die Story wird da wahrscheinlich jetzt nochmal sehr relevant werden. Ja, die Soul wird auch wahrscheinlich der nächste Fight, wenn hier nicht bis zu einer Trap-Situation kommt. Ja, du musst immer noch überlegen. Also, es sieht die ganze Zeit so aus, ob Vitality richtig gut dasteht. Und da stehen sie auch. Also, alles super duper. Aber was? Wenn sie jetzt nachlassen, dann verlieren sie es trotzdem. Weil wenn wir jetzt aufs Gold schauen, 44.000 zu 44.000. Es ist gar kein Goldunterschied da. Und ihr Scaling ist nicht das Krasseste. Und man sieht es ja sogar, Mad Lions vorne, also das ist jetzt in Anführungsstrichen bad, ne? Vorne, ich mein. Aber eine Ori-Gangplank-Kombo, die sind in den Teamfights später so stark, vor allem, wenn sie auch diese Zonenkontrolle haben. Ja, auch der CC-Unterschied dann, vor allem der sichere CC über Nautilus, eröffnet dir so viele Optionen. So, 1.18, bis der Drake kommt. Deep Wards werden schon mal platziert. Also Kabuchat hat hier eine sehr vernünftige Ward am Knallzapfen bekommen, die wahrscheinlich nicht gespottet wird. Mit Lions sollte gleich auch mit dem Red Trinket einmal komplett in den ganzen Jungle durchkämmen und irgendwo Wards stehen. Aber die Ward wurde so platziert, dass sie schwer zu finden ist. Und das sagt auch schon für uns, ne, das wird gleich einen ordentlichen Teamfight geben. Vitality wird den Drachen definitiv nicht frei aufgeben wollen. Die wollen da oben kämpfen. Und Mad Lions werden sich auch sagen, ja, Soul können wir nicht abgeben. Close. Oh, und die Shockwave aber jetzt schon raus. Das war ein bisschen risky von Team. Oh, Teleport kommt in die Backline. Keiner weiß, dass Kabuchat da ist. Oh, die riechen gar nichts, die werden gleich komplett überrascht. Oh, das ist eine super Position. Kabuchat geht da rein mit der Ultimate. Und da hat man schon den Shutdown auf Humanoid. Jetzt der TP halt sehr, sehr spät. Unterzahl. Humanoid hat aber selbst TP, müssten halt 40 Sekunden überbrücken. Und das ist so viel Zeit. Ja, das sollte jetzt auf jeden Fall die Soul sein. Humanoid kommt 14 Sekunden, nachdem der Drake gespawnt ist, erst wieder. Das wird vom Timing her niemals lang. Er hat zwar Teleport parat. Oh, jetzt nochmal der Hook hier auf Kaiser. Der hat Gargoyles, aber dann nochmal der Kick auf Kasi. Kasi kommt raus. Orome blockt. Gangbang Ultimate, aber jetzt zweimal die Nutzerzahl. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit gewinnen können. Wenn jetzt ein gutes Peril kann was turnen. Aber Vitality hat jetzt einen richtig guten Vorteil. Sie müssen auch den Drachen rauspullen, damit Shadow dann nicht einfach... Shadow hat noch Flash. Macht er auch, nutzt er auch, ist im Busch. Das wissen die, das riecht die sowas von. Jetzt kommt er muss nicht wieder raus. Das ist das Problem. Sehr gut. Dass die Soul jetzt sogar TP verzweifelt, aber das ist die Soul für Vitality und die Trap Humanoid. Super ärgerlich, TP rein. Oh. Aber das ist ganz, ganz stark, was Vitality hier gemacht hat. Ja, Vitality, das ist halt genau das Ding. Deshalb sagt man so, eine Minute bis 1.30, präparierst du den Drachen, wenn du ihn nehmen möchtest. Und diese Deep Wards waren so viel wert. Da muss man aber auch hier sagen, Mad Lions mit einem taktischen Fehler. Die sind mit einem Sweeper durch die Mitte gelaufen und haben ihren eigenen Jungle überhaupt nicht untersucht. Weder hatten sie eigene Wards, um sowas zu sehen, noch haben sie die Wards rausgenommen, um einen Teleport-Flank zu verhindern. Und Kabuchat hat das perfekt gemacht. Ja, aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Eigentlich bremst dich das halt aus, wenn du keine Vision im eigenen Jungle hast. Genau wegen solchen Situationen. Und da ist Mad Lions ein bisschen zu ungestüm vorgegangen, wollten da unbedingt Tempo, wollten als erstes in den River und verlieren dafür alles. Und da kann man Humanoid auch nichts vorwerfen, wenn da plötzlich Kabuchat von hinten kommt und ihn anklickt. Das ist halt einfach ein Teamfehler, also dass da quasi nicht ordentlich gesorgt wird. Da muss man ja auch sagen, dass Humanoid da stirbt, das hätte auch jeder andere sein können. Ja. Das hätte genauso gut SW sein können. Aber SW ist dann doch ein bisschen schwieriger zu greifen, dadurch, dass er selber noch Flash und Arcane Shift hat, also sein E, sein Mobil ist, nimmst du lieber das Ziel, was gar keine Mobilität hat. Und Humanoid hat er probiert zu flashen, ist dann aber leider nicht mehr über die Wand rübergekommen. Ja, damit jetzt also die Drachenseele für Vitality.
Da können sie sich freuen. Das Game sieht aber, finde ich, noch immer nicht so aus, als ob man jetzt sagen würde, oh ja, die Solo ist jetzt so broken. Damit wird Vitality 100% gewinnen. Das, jetzt merkt ihr auch so ein bisschen, dass diese Schwierigkeit der Teamkombo zum Tragen kommt. Es steht 11-4. Sie haben eine Dragon Soul. So, das ist normalerweise eine Szene, wo man sagt, ja, die müssen doch stompen. Aber die sind halt immer noch nicht signifikant weit vorne. Ja, 1000 Gold ist nach einer halben Stunde nichts. Milica. Generell dieses Flankieren, das macht Vitality bisher immer sehr, sehr gut. Humanoid ist immer resettet. Was halt auch ärgerlich ist, dass er die Shockwave vorhin so früh gezündet hat, einfach auf gut Glück. Hätte auch wahrscheinlich in der Situation eh nicht mehr viel geändert. Das stimmt. Aber die Sache ist, also das, was ich bei ihnen einfach sehe, sie haben so Probleme, an Kasi ranzukommen. Na, auch eben, dass Kasi nach einem wunderbaren Kick von Skeens da noch rauskommt mit dem Flash. Ja, aber den hat er jetzt nicht mehr. Ja, das stimmt. Zeigt halt auch, dass es halt schwierig ist, die Backline zu greifen für Vitality. Also sie haben halt einfach nicht diese einfache Form von Engage. Das macht ihre Kombo so kompliziert. Sie müssen sehr viel mit Vision arbeiten, sie müssen mit den Objekten baiten. Also sie kommen auch nicht so einfach an die Türme der Gegner ran. Ja, aber das machen sie bisher wirklich grandios. Auf auch hier Fall. Wieder super Vision Game. Also sie haben da komplett die Vision. Man muss die Azure Ultimate nutzen, um zu schauen, ob sie am Nash sind. Sind sie nicht. Und jetzt schauen wir mal. Ja. Die Map ist rot auf der Topside. Ah, der Anker jetzt hier auf Labrov, aber auch nicht das beste Ziel tatsächlich. Ah, kommt noch ein bisschen Poke durch. Shadow juckt das jetzt nicht ganz so sehr. Und seine Ult ist schon mal auf Cooldown. Tatsächlich hat Kaiser hier einiges an Leben verloren. Wave auf Labrov, der ist down. Jetzt die Unterzahl, Kaiser geht ins Spiel rein, Gangplank und übersitzt sich. Gut, es geht's mit Milica in der Backline. Wird das jetzt aber hier der nächste Killflash raus, Orome? Und jetzt jagen sie sie davon. Und das ist so wichtig. Kasi müssen sie bekommen, für ihn saubitter. Fresh stirbt, kriegt in seinem letzten Atemzug, kommt die Hook-Animation durch und der Hook trifft ihn noch. Dadurch ist er nicht mehr in der Lage, von Skeens wegzukommen. Skeens kickt ihn in LeBlanc rein und LeBlanc tötet ihn einfach. Holy, ist das blöd für Kasi gelaufen. Das war richtig, richtig stark. Auch da dieser Backline-Dive einfach von Skeens und Milica hier. Ja, aber man sieht, die Fights sind da nicht so eindeutig. Ja, aber du musst jetzt auch sagen, das ist eigentlich perfekt gelaufen. Sie kriegen den Catch auf Kasi und trotzdem ist es kein sehr eindeutiger Fight. Alaba auch zu weit vorne, der ist ja genau so. Aber guck mal, das ist hier der... Oh. Er ist genau mit einem Arcane-Shift vor dem Hook. Das ist so bitter. Guck mal, er steht die ganze Zeit, kriegt die Q-Markierung. Die Sin kickt ihn in LeBlanc rein. Ja, auf LeBlanc ist jetzt natürlich, er hat nichts mehr ab. Kein Flash, kein E. Absoluter Free-Kill. Ohne Kasi fehlt es dann einfach an konstantem Schaden. Obi hat da wirklich Probleme, so ein Teamfight alleine dann carryen zu können. Da bleibt den Mad Lions bloß der Rückzug. Zumal sie sich da ja auch in der Bewegung befanden und Obi mag dann eher einen statischen Fight. 4000 Damage trotzdem gemacht, nicht zuletzt auch aufgrund der Shockwave. Aber... Dieser Hook, das war wirklich bitter. Ja. So, überlegen mit dem Arcane Shift, wenn, glaube ich, an der Stelle Orianna gehookt wird, ist es deutlich weniger problematisch für Mad Lions, als dass Kasi da nochmal... Also sie einfach auf Länge überlebt, allein mit Seraph und so. Oh, der Eisborn, der kitet hier einfach bis zum Umfallen. Oh Gott. Wolltest du fertig? Das Ding ist halt so, ein Shockwave und das Spiel ist halt komplett geturnt. Aber Vitality bis hierhin, bärenstark. Ja, aber es reicht manchmal nicht, ne? Mit so einer Combo. Gehen wir jetzt von hinten rein. Und wieder achten sie nicht drauf, was hinten ist, sondern laufen einfach nur nach vorne. Oh, der Pillar, aber dann die Stopwatch und jetzt gehen's von hinten da. Shockwave und der Shutdown. Und da sind sie. Starke Gangplank-Ultimate, einfach nur um den CC da durchzubringen. Und dann kommen sie schnell genug ran. Und dann das ist halt aber auch so stumpf. Gangplank-Ultimate, dann läufst du einfach drauf. Aber das sind erst 45 Sekunden, wo der wichtigste Carry von Vitality fehlt. Ja, da fehlt jetzt so viel Damage. Die versuchen jetzt einfach durchzugehen. LeBlanc hier alleine rein, wenn die einen Anker kassiert, ist sie sofort tot. Der Rest ist eher Irrelevant. Vor allem Nautilus-Ultimate ist halt auch noch da. Kabo-Schaden mit einem starken W. Oh, jetzt hinten dran, Milica! Kasi! Milica bekommt ihn. Muss aber selber dran glauben, Kaiser. Nein, er ist ja noch am Leben. Stopwatch Kaiser auch nochmal abgeholt. Double Kill. Stark, Mann. Dass Milica da so an die Backline rankommt und Kasi hat versucht mit seinem Arcane Shift das zu outplayen, aber Milica ist quasi so gedashed, dass er die ganze Ebene abgedeckt hat vom Damage her und trotz des Arcane Shifts von Ezreal trifft er noch und seine gleich wieder. Skeets geht da raus, der Pillar, und rettet da eigentlich fast schon. Kabo schaut jetzt ran an Humanoid, der gibt auch nochmal alles. Die Humanoid, die Shockwave. Und Shadows down und das 14 Sekunden bevor der Elder da ist. Und der Nash ist auch live. Da haben sie jetzt ein bisschen zu viel gewollt. Elder Drake plus Nasher sollte hier gar kein Problem jetzt darstellen. Shadow ist tot, Kasi ist tot, Kaiser gerade erst am Respawn. Die werden ja nicht mehr viel machen können. Aber hier auch von Milica einfach richtig, richtig starke Performance auf LeBlanc. Ja, aber auch Skeens sehr, sehr stark, gerade in der Szene eben wieder. Das war sogar für ihn ein bisschen unglücklich, ne? Ich glaube, der Pillar hat den Insek verhindert. Ja, genau das. Humanoid ist jetzt nochmal da.
So, man will verhindern, dass sie beides bekommen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Pillar jemanden retten kann, der so krass gerade in der Bredouille ist. Oh wow. Nash bekommen, sie aber sie haben keinen Jungler, das können die nicht machen. Ah, sie sind aber schnell genug, das können die, das können die. Oder, what? Die machen das sogar. Das war ein guter Call. Wahnsinn. So, jetzt der Herr. Kommt jetzt aber die Shockwave, der Shutdown? 50 Sekunden ohne Coverage Shot. Ah, oh, das war super smart. Das hätte Vitality anders machen müssen. Vitality hätte niemals alle 5 Mann dort abstellen sollen, um den Nash-Shot zu machen. Sie hätten halt locker den Elder Dragon ein bisschen blockieren können, wenn da kein Zweifel zur Verfügung ist. Dann können die Mad Lions eigentlich durchziehen. Aber dass alle jetzt quasi auf der einen Seite der Karte waren, war super smart von den Mad Lions zu sagen, jo, dann nehmen wir den Elder Dragon mit. Und der Elder Dragon ist für mich hier das stärkere Objective. Ja, für den Fight definitiv. Also vor allem jetzt die Überzahl, noch 30 Sekunden. Und sie nehmen jetzt den nächsten Inhib. Ja, gegen Elder Dragon. Weil es kostet ja auch so viel Zeit jetzt auch vom Nash-Buff einfach, weil Mad Lions pushen, sie dann erstmal die Waves auspushen müssen. 15 Sekunden bis Kabuja da ist. Der Elder Dragon immer noch da. Das ist so ärgerlich gegen diese Elder noch zu fallen. Vor allem, ja, sie haben auch nichts verloren dafür. Milisa versucht immer in die Backline zu kommen. Diesmal steht man da gut, Zone mit dem Ball, aber man zieht sich zurück, muss sich zurückziehen, weil Kabuja jetzt da ist. Und jetzt geaced zu werden, das wäre absolut fatal. Ja, zumal auch gerade die neue Wave gespawnt ist. Und bei der neuen Wave, wenn die noch den Nash-Buff dazu bekommen, ist nicht ganz einfach gegen drei Waves gleichzeitig da zu teamfighten. Ja, aber trotzdem. Also von den Mad Lions gut mitgedacht. Und das liebe ich auch so an dem Team, dass sie so innovativ sind. Die sagen nicht gleich, oh, ist alles verloren. So, das war jetzt ein richtig dicker Patzer, sondern überlegen, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Wie können wir wieder was für uns rausholen? Und hier war der Elder Drake eine super gute Antwort. Ja. Ja, das sah eigentlich so aus, wie du gesagt hast, dass Vitality vielleicht beide Buffs bekommt, aber... Ich glaube, auch wenn die es ordentlich spielen, kriegen sie auch beide. Aber sie haben selber damit nicht gerechnet, dass da nochmal so ein offensiver Move kommt von den Mad Lions. Ja, da hat es halt wirklich, ne, auf den Tisch legen und Mad Lions hat delivered. Ja, eine Minute nur der Baron Buff und wie ich schon sagte, sie müssen jetzt erstmal die Waves rauspushen. Von dem Baron Buff haben die gar nichts. Außer Gold. Ja. Aber das ist jetzt nach 36 Minuten nicht mehr so relevant, wenn wir sehen, dass Comp halt schon Full Item Bild hat. Das ist richtig. Also vor allem, ne, beide Teams auch goldtechnisch gleich auf. Das ist aber voll die Support-Diskriminierung. Support soll doch auch immer Full Bild werden, Mori. Ja, aber bis das mal passiert, ne, dann kannst du halt nochmal doppelt so lange spielen. Das stimmt, ja. Das dauert für gewöhnlich ein bisschen länger. Zumal Supports sind ja quasi mit 5 Items schon im Full Bild. Man sieht immer noch den Slot für die Control Wards brauchen. Ich meine, das Traurige ist ja, du bist als Support auf Level 13, so. Humanoid ist Level 18, Milisa ist Level 18, Comp ist Level 18. Das kommt ja auch nochmal oben drauf. Okay, die Backboards ist ziemlich spät hier angefangen. Nash Buff ist gar nicht so useless. Zumindest kommt man damit noch an diesen einen Inhibitor-Turm ran. Ja, aber auch Fehler eben von Mad Lions, wie du schon gesagt hast. Sehr spät der Backboard ist. Das ist so spannend, ne? Das kann jeder Teamfight kann jetzt hier entscheidend sein, zwar für beide Seiten. Wenn die Dev-Time jetzt so hoch sind, da interessiert es nicht mehr, ob da noch 2 Türme von Nexus stehen. Ja, vor allem Damage hast du bei beiden Teams en masse. Also auch da nochmal Banshees fertiggestellt bei Humanoid. Super wichtig gegen Nisa. Auch super wichtig für so eine Catch-Situation. Für Kasi ist ganz wichtig, er hat sich jetzt den Stopwatch geholt. Der Stopwatch, so der einzige, der ihn bisher richtig bedrohen kann, ist Milisa. Und das hat er auch bisher krass gut gespielt. Und wenn er mit der Stopwatch den entscheidenden Damage Burst von LeBlanc outplayen kann, dann wird es sehr interessant. Ja, oder so ein Insect von Steam. Oh, Teleport kommt wieder in die Backline. Double TP sogar. Oh, Humanoid hat aber ein Schild. Shadow aber in keiner guten Position. Und da kommt die Ultimate Flash auf Cooldown. Die Schilde allerdings zur Stelle. Und er macht jetzt die Frontline. Steht da gut. Gangbang Ultimate. Und Trap, Kabuchat kassiert auch einiges. Front to back stehen sie gar nicht mal schlecht. Allerdings der Hook hier auf Shadow. Und jetzt will man da natürlich rein. Shadow schafft es aber raus. Die Shockwave platzt da eben gar nichts. Comp bekommt den Kill auf Humanoid. Der hat das nicht gut gespielt. Und jetzt müssen sie da zurück. Double Kill für Comp. Und eine Caitlyn hier im Late Game räumt nochmal richtig auf zusammen mit Milisa. Und das war's jetzt. Alter, Milisa ist einfach ein LeBlanc. Gott, hast du gerade gesehen, wer das gespielt hat? Er doubled Dash rein, setzt sich auf seinen Anfangsdash zurück. Danach setzt Orianna den Ball hinterher wegen die Shockwaven. Und er setzt sich auf den zweiten Dash zurück, um die Shockwave zu dodgen. Und ist einfach ungreifbar. Jetzt also der Kick auf Kasi, aber der macht nichts mehr. Kompe, kommt der Kill. Einfach brutal. Der hat so gut gespielt in dieser Partie. Holy shit, Hut ab. Wahnsinn. Also, wenn du so gut spielst, dann darfst du ja auch gewinnen. Für Schalke natürlich bitter, die punktgleich gewesen wären mit Vitality. Für Mad Lions bitter, weil sie hier an Rogue hätten vorbeiziehen können. Für Rogue super und für Vitality natürlich sowieso. Also, es bleibt spannend und die Teams rücken einfach noch näher zusammen. Boah, das war ein richtig aufgewecktes Vitality heute. Ja. Das hat super Spaß gemacht, ihnen zuzusehen und irgendwie hat sich das angefühlt wie verkehrte Rollen, weil Mad Lions sonst immer diese Aggressoren sind und hier war einfach... Also Vitality mit einer schwierigen Team-Kombo,
die halt gut gedraftet ist, aber schwierig zu exekutieren ist und haben super gespielt. Ja, Wahnsinn. Und wir sehen einfach Turbo Tim, der Prediction-Meister. Ja, der sagt hier einfach, alles klar, die holen das und dann holen die das halt einfach mal. Also mit dem Draft, ja, 6 Bohnen. Oh, das sah zwischenzeitlich so ein bisschen knapp aus. Also da hat man auch gemerkt, ah, es ist schwierig, sich jetzt einen Weg reinzubahnen. Aber Milica hat immer wieder Zugang zu Kase gefunden. Er hat super coole Outplays mit dabei gehabt. Also ich muss sagen, das war eines seiner... Es war vor allem auch ein schön spannendes Spiel. Also bis zum Schluss nicht entschieden und dann, yep. Ja, eine wirklich starke Spielaktion reicht dann mitunter zum Sieg. Und ja, für uns reicht es halt auch erst einmal. Wir geben weiter an die Analyse-Ecke. Dann kommt das letzte Game für heute. Also von daher, heute geht's zügig. Bleibt dran, wir sehen uns gleich wieder.